Bevor wir mit dem Video loslegen, habe ich noch eine Frage an dich. Weißt du, wie viel Zeit du noch hast, schwanger zu werden? Nein? Ich auch nicht, aber wir können es gemeinsam rausfinden. Ich habe einen Kurs für dich, sinnvolle Diagnostik beim Kinderwunsch, der dir zeigt, wie du in einem Monat die gesamte Kinderwunschdiagnostik machen kannst und genau weißt, wo du stehst. Und diesen Kurs gibt es im Moment zum Einführungspreis von 69 Euro statt 149. Also, sei schnell und sichere dir den Kurs. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dein spätes Mutterglück. Mein Name ist Gössinghoff, Dr. Heidi Gössinghoff. Ich bin Frauenärztin und Kinderwunschexpertin. Das Thema Schlaf. Das Thema Schlaf ist ein sehr wichtiges Thema, wenn es um den Kinderwunsch geht. Warum das so ist, verrate ich dir gleich. Wenn du aber jemand bist, der sehr schlecht schläft oder schlecht in den Schlaf kommt, dann hätte ich heute drei Tipps für dich, mit denen du besser einschlafen und durchschlafen kannst. Der erste Tipp ist, sorge für einen geregelten Tagesrhythmus und gehe möglichst immer zur gleichen Zeit ins Bett. Dann wirst du ganz automatisch von alleine müde. Das gilt übrigens auch für das Wochenende, dass du an dem Wochenende genauso früh oder spät ins Bett gehst wie unter der Woche und genauso früh oder spät aufstehst wie unter der Woche. Und sorge dafür, dass dein Schlafraum dunkel ist. Licht stört deinen Schlaf und da es bei uns nie richtig dunkel ist, brauchst du wahrscheinlich ein Verdunklungsrollo. Ein dunkles Schlafzimmer, das wäre der zweite Tipp. Anders ist es, wenn du morgens wach werden möchtest. Da ist Tageslicht gefragt. Eine Lichtdusche am offenen Fenster oder mit einer Tageslichtlampe macht dich munter und leistungsfähig. Da darfst du dann richtig das Licht genießen. Apropos Licht, da wären wir beim dritten Punkt. Nochmal eben kurz abends die E-Mails checken, nochmal kurz auf Instagram gucken, am Computer nochmal ein YouTube-Video gucken oder die Netflix-Serie bis tief in die Nacht. Das lässt dich schlecht schlafen. Nicht nur, weil vielleicht der Inhalt der Serien ein bisschen aufregend ist, sondern all diese Dinge, Computer, Tablet, Fernsehen, haben ein blaustichiges Licht, welches das Melatonin unterdrückt. Die Melatoninproduktion in deinem Körper macht dich aber müde. Das heißt, du wirst nochmal richtig aufgepusht durch das blaustichige Licht und kannst schlecht schlafen. Deshalb verbanne diese Geräte aus deinem Schlafzimmer und sorge dafür, dass du eine Stunde vorher nicht mehr am Computer, Tablet oder Fernsehen sitzt. Stattdessen, wie wäre es mit einem guten Buch? Nimm nicht den super spannenden Krimi, sonst hast du auch den gegenteiligen Effekt. Schlaf ist wichtig und deshalb schau einfach, ob du diese drei Punkte einmal umsetzen kannst. Denn dein Hormongleichgewicht wird es dir danken. Das ist fein aufeinander abgestimmt und wird durch Schlaf stabilisiert. Frauen, die im Schichtdienst arbeiten, haben oft ein gestörtes Hormongleichgewicht und das bemerkst du dann mit Zyklusstörungen. Auch dein Immunsystem braucht guten Schlaf. Nachts ist der Muskeltonus niedrig und die frei werdende Energie nutzt dein Immunsystem, um deine Zellen wieder fit für den nächsten Tag zu machen. Hast du Entzündungen, die nicht ausreichend bekämpft werden können, macht das Stress und Stress stört die Eizellreifung. Auch ein dritter Punkt ist wichtig für deinen Kinderwunsch, dein Gewicht. Schläfst du zu wenig, werden die Hormone Ghrelin und Leptin im falschen Verhältnis zueinander ausgeschüttet und du bist am nächsten Tag deutlich hungriger als sonst. Das mag einen Tag gut gehen, aber wenn es öfter vorkommt, wird die Waage schon unhöflich. Und deine Insulinsekretion ist gestört bei zu kurzen Nächten. Schläfst du häufiger zu kurz, verschiebt sich deine Stoffwechsellage in Richtung Diabetes. Beides fördert deine Fruchtbarkeit nicht, sowohl das Übergewicht nicht als die diabetische Stoffwechsellage. Du siehst, Schlaf ist für den Kinderwunsch ganz, ganz wichtig. Meist brauchst du so zwischen 7 und 9 Stunden. Probier es einfach aus. Wenn du aufwachst und voller Tatendrang bist, dann weißt du, du hast genug geschlafen. Schreib mir doch einfach mal in die Kommentare, wie du mit den drei Tipps zurechtgekommen bist. Dem geregelten Tagesrhythmus, dem Abdunkeln des Schlafraums und dem Weglassen des Computers. Dafür aber morgens nochmal richtig eine Lichtdusche bei Tageslicht. Ich wünsche dir alles Liebe und dass du dein Wunschkind bald im Arm hältst. Deine Heidi.